Hallo meine lieben Filmefreunde, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja meine Lieben, ich bin heute zurück mit einer neuen Filmreview und zwar geht es heute um einen Film, den bestimmt viele von euch noch gar nicht kennen. Und genau aus diesem Grund stelle ich euch heute den Film vor, denn heute geht es um einen mega coolen Film mit Antonio Banderas und zwar um Security. Tada! Ja, so sieht die ganze Blu-ray aus und ihr seht schon, es ist ein mega Cover. Also das ist wirklich so ein Poster, was man sich sofort in die Wohnung hängen möchte. Also finde ich zumindest. Also er sieht mega aus. Und hier unten steht dann auch drauf, it's going to be a long night. Und das ist auch wirklich so. Also er weiß noch gar nicht, was ihn erwartet, aber dazu kommen wir gleich mehr. Und ja, der Film Security hat hier in der Hauptrolle Antonio Banderas und Ben Kingsley. Den kennen vielleicht viele auch schon aus der Medicus. Und der Film ist von dem Produzenten von London Has Fallen. Also da hat ja der nette Gerard Butler die Hauptrolle und das ist auch schon ein mega cooler Film und das hier ist auch ein cooler Film, aber naja, auf jeden Fall, so sieht das Cover aus, von der Seite dann so und hinten sieht das Ganze dann so aus, da habt ihr dann die ganze Inhaltsangabe zu der Story und dann habt ihr auch die Bilder, also hier ist Ben Kingsley abgebildet mit dem Mädel, was in dem Film vorkommt und dann die ganzen Bilder. Genau. Ja, wenn ich das Ganze öffne, dann sieht das so aus. Also ihr habt jetzt nicht irgendwie noch Bonus oder sowas, was mit bei war. Und die Disc finde ich mega cool. Also die sieht genauso aus wie das Cover halt auch. Und ihr habt hier ein Wendecover. Also freigegeben ist der Film ab 16. Ich habe es jetzt schon getauscht. Und deswegen sieht die Disc jetzt auch so hübschi aus. Ja. So, und jetzt kommen wir erstmal zu den ganzen Details. Eddie Deacon, gespielt von Antonio Banderas, ist Kriegsveteran, arbeitslos und leidet seit seiner Rückkehr unter mentalem Stress. Seine Frau und Tochter hat er seitdem auch kaum gesehen. Daher braucht er dringend einen Job und nimmt so auch die unterbezahlte Stelle als Sicherheitsmann in einer Mall an. Doch er ist zur falschen Zeit am falschen Ort. Ein Killerkommando will die 11-jährige Jamie, gespielt von Catherine de la Rocha, töten. Sie soll als Kronzeugin in einem Prozess gegen den soziopathischen Gangsterboss Sir Ben Kingsley, der ihre Eltern ermordet hat, aussagen. Eddie riskiert sein Leben, um das Mädchen zu schützen und ihren Verfolgern das Handwerk zu legen. Ja, und das sagt schon alles so, aber wir kommen jetzt erstmal zu der Laufzeit. Der Film hat hier eine Laufzeit von 88 Minuten und der hat sogar in Deutsch und Englisch jeweils 5.1 digitalen Sound und bei den Extras ist auch noch mit bei Behind the Scenes und auch noch Interviews. Also es ist mega cool. Und ja, jetzt kommen wir mal zu meiner Meinung zu dem Film und warum ich euch ihn jetzt auch unbedingt vorstellen muss. Also Antonio Banderas fand ich damals schon sehr cool. Ich meine, ihr erinnert euch bestimmt noch an Assassins, an der Seite von Sylvester Stallone. Das war auf jeden Fall mega. Und naja, so die Jahre hinweg hat er immer wieder Filme gemacht und dann war irgendwie so Ruhe. Also ich hatte ihn dann gar nicht mehr so richtig als Schauspieler so im Kopf auch, weil irgendwie waren keine Filme, die mich irgendwie so interessiert haben oder dass ich jetzt auch großartig was mitgekriegt habe. Und dann auf einmal war Security da. Und da habe ich gedacht, mega, auch so vom Optischen her hat er sich ja auch verändert, jetzt mit den kurzen Haaren dann auch und so. Und ja, er spielt in diesem Film eigentlich einen total super sympathischen und lieben Papa, weil ja, er ist Vater einer Tochter auch und er ist ja auch verheiratet, aber ich hatte ja eben schon vorgelesen, er hat seine Familie halt nicht gesehen. Und ja, er ist halt Kriegsveteran, hat jetzt natürlich Probleme, dann einen Job zu finden, was ich auch sehr traurig finde. Und dieser ganze Film ist am Anfang total so, ja, weiß ich auch nicht, traurig. Man kann sich total gut in hineinversetzen, wie schwer das jetzt ist, dass er eine Stelle sucht und die auch gut bezahlt ist. Ja, und weil er einfach keine andere Möglichkeit sieht, fängt er dann dieser Stelle in einer Mall an. Für Leute, die jetzt nicht wissen, was das ist, also ist wie so ein riesen Einkaufszentrum halt.
Und da fängt er dann diese besagte Nacht, die doch länger wird als gedacht, an zu arbeiten als Security Man. Und die Crew, die da mit ihm ist, die ist super sympathisch. Also ich finde alle total nett, die da mitspielen. Und die Charaktere, die werdet ihr auch mögen. Und dieses Kaufhaus und alles an sich. Ihr kriegt dann alles gezeigt, was er zu tun hat und so. Und ihr müsst euch vorstellen, er war vorher Captain und jetzt ist er da einfach nur als Aufseher sozusagen. Und das ist natürlich schon ein Unterschied. Aber was er kann und wie er handelt in dem Film, Leute, das ist so mega. Und diese Stelle dann, an der Ben Kingsley dann auf ihn trifft, mit dieser Kronzeugin, mit diesem Mädchen, die ist so richtig spannend. Also ab dann fängt der Film erst richtig los und dann wird es, na, wie soll ich sagen, also ihr habt da so einen unglaublichen Zusammenhalt von dieser Crew mit Antonio Banderas natürlich im Hintergrund, der ganz schnell dann auch wieder die höchste Position annimmt, obwohl er ja eigentlich seinen ersten Tag hat, aber sie merken, was er doch alles kann und was die Jahre aus ihm gemacht haben. Und Leute, er ist einfach mega. Also er ist actiongeladen. Ihr habt total viele Momente, wo es so spannend ist und dunkel und wo es dann auch wieder richtig zur Sache geht. Aber der ist von Anfang bis Ende total spannend. Und ich finde die Story mega interessant. Und ich kann einfach nur sagen, ich finde ihn mega sympathisch. Und wenn ihr auch ein Freund seid, jetzt von den Filmen mit ihm oder ihn auch als Schauspieler sehr mögt, dann lege ich euch den Film wirklich nur ans Herz, weil der hat einfach alles, was ein Film ausmacht. Und hat immer wieder Überraschungsmomente und ist doch nicht so, dass man jetzt sagt, das wusste ich aber schon vorher oder so. Das ist hier absolut nicht so. Ja, und mich hat der Film auf jeden Fall begeistert. Der hätte für mich sogar noch länger gehen können. Jetzt nicht nur 88 Minuten, aber er ist immer wieder schön anzuschauen und ich finde es auf jeden Fall toll, dass ich den in meiner Sammlung habe. Und wie gesagt, schaut euch doch einfach mal den Film an und wenn ihr ihn schon gesehen habt, dann könnt ihr mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr den Film so fandet. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und zu allem anderen könnt ihr mir natürlich auch alles unten in die Kommentare schreiben. Und dann hoffe ich natürlich, dass euch meine Filmreview zu Security heute gefallen hat. Und bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch heute noch einen super schönen Tag. Ich hoffe, bei euch scheint heute die Sonne. Hier kommt sie gerade ein bisschen durch. Und dann wünsche ich euch einfach noch ein wunderschönes Wochenende. Fühlt euch gedrückt und bis dahin.